Hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Risen 3 Titan Lords mit mir, dem Yoshi. Jetzt waren wir hier gerade auf der Mission, den Wächtern ihre Prismen zu bringen, die der Ilver uns aufgegeben hat, dass wir das machen sollen, denn wir sollen ihm ja helfen. Wo ist denn hier? Da ist der Wales. Ich habe hier einen Prismastein von Meister Ilva für dich. So? Dann gib mal her das Ding. Ich gib mal her das Ding. Momentan und sonst willst abkassieren. Klar, hier hast du ihn. Klar, hier hast du ihn. Hoffentlich werde ich davon nicht blind. Augenklappen stehen mir nicht sonderlich. Dann mach dich mal wieder auf die Socken. Jo. Sieht so aus, als wären wir jetzt Kameraden. Sieht so aus, als wären wir jetzt Kameraden. Na, wer hätte das gedacht? Kommst frisch in unser Lager und bist schon dabei. Und für einen Kameraden wie dich hätte ich sogar eine Kleinigkeit. Ein Zauber, der unnötig komplizierte Schlösser in Windeseile öffnen wird. Oh. Aber den gibt's natürlich nicht umsonst. Dieser Zauber, von dem du sprachst? Dieser Zauber, von dem du sprachst. Ja. Was verlangst du, damit du ihn mir gibst? Was verlangst du, damit du ihn mir gibst? Halt, mein Freund. So läuft das nicht. Ich bring dir jetzt erstmal bei, wie man das macht. Aha. Du machst mir ein Angebot und je nachdem, wie gut es ist, werde ich reagieren. Okay. Wenn du die richtigen Worte findest, wird es sich für dich bezahlt machen. Okay. Gib mir den Zauber oder Magnus erfährt, dass du mir zaubern, ein Schüchtern 40. Ein Angebot lautet, dass du ziehst kein Rügel. Hier hast du ein paar Kristalle. Das sollte reichen. Ja, wir sind nicht böse, wir wollen ihn nicht verprügeln. Also wir wollen nicht verraten, wir wollen ihn nicht verprügeln. Wir sind erstmal ganz nett. Ich habe nicht genug. Ja, wie viel soll ich? Rost. Aha. Ja, Gib mir den Zauber, oder Magnus erfährt, dass du mit Zaubern handelst. Du würdest einen Kameraden in die Pfanne hauen? Scheiße, du ziehst ja gleich alle Register. Und ich hätte es genauso getan. Du hast dir das Teil verdient. Ah, wunderbar. Mal gucken, was sonst noch beibringen könnte. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Affentrainer? Medikus steigern. Härte 40, Einfluss 40. Aber ich glaube, so viel Gold haben wir gerade nicht. Ja. Dann gucken wir uns doch mal gerade an. Nee. Jetzt haben wir einen Grog geschnabuliert. Getrunken. Einverleibung. Wo haben wir denn jetzt hier unseren neuen Zauber Rost? Rost Anthony, da. Tja, das ist doch mal was, der mich gefallen könnte. Den probieren wir natürlich nicht hier aus. Das wäre ja ein bisschen sehr blöd. Ne? Den probieren wir dann halt in den Minen aus. Aber erstmal müssen wir die Prismen hier verteilen. Ich glaube, dann haben wir erstmal allen geholfen, denen man helfen sollten. Bis auf den einen hier, wo wir das Eisen auf Kalador holen sollten. Wo wir das Gold gerade ein bisschen... Wie sieht das denn aus, wenn man hier Rost hat? Achso. Rost kann man auch so zwischendurch machen. Hier haben wir irgendwelche Fliegen, die hier rumschwirren. Nicht hier in dem Spiel, sondern hier bei uns zu Hause. Oder das ist eine und dieselbe Fliege.
was mich gerade ein bisschen beunruhigt, wo ich sie zerdrückt habe, kam da Blut raus. Oder so ähnlich. Irgendwas Rotes. Rot, hellrot, rotes, rosafarbenes. Haben wir ein Gürteltier? Haben wir nochmal Fleisch drin? Ich frag mich, wieso da nochmal Fleisch drin ist. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Aber jetzt haben wir wenigstens schon mal so zwei Zauber. Und ja. Ich glaube. Aber ich frage mich, wieso der sich immer so bewegen kann. Das war hier irgendwo. Achso, hier. Ja. Ich sag gar nichts, ja? So. Wir müssen jetzt hier diese Mine finden. Ja, das passiert mir. Das ist mir schon öfters passiert. Auch in WoW ist mir das schon öfters passiert. Dass die Quest drüber an dem Ort gezeigt wird. Was ja nicht falsch ist. Aber ich finde so ein bisschen. Ich sag nicht, ich bin doof, ne? Das gibt man ja nicht gerne zu. Ich sage mal. Ich bin ein bisschen lesefaul oder ich sagen wir mal, ich finde gerne alles selber raus. Was für ein Schatz! Ja. Also ich bereue nicht, dass ich mich dem Magiern angeschlossen habe. Weil, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß jetzt nicht, wie Voodoo gewesen wäre. Das sieht nicht so aus, als lebt hier noch etwas, das sprechen kann. Die haben es hinter sich. Also sieht das hier auf der Karte auch aus. Wer da gerade sieht, wie auch immer, irgendwie so. Die Karte ist nicht wirklich da. Man ist nicht wirklich in der Höhle. Runter Wasser werfen, hier ist ein Prisma. Hier, mit diesem Prisma wirst du die Schatten schneller kommen sehen. Ha, das macht es uns ja fast zu leicht. Aber ernsthaft, jetzt weißt du, wie wichtig die Arbeit der Magier hier ist. Wäre mein Vorgänger in den Genuss dieses Artefakts gekommen, wäre er noch am Leben. Aber da die Minen jetzt wieder regelmäßig Kristalle abwerfen, sollst du auch deinen Anteil bekommen. Oh, drei Kristalle, ja, wunderbar. Besser als nichts, ne? Was haben wir denn da? Gucken wir uns das einfach mal hier an. Aber hier ist, glaube ich, nur eine Sackgasse. Hier ist der erste. Die graben ja hier wie die Wilden. Wie die jungen Wilden. Aber ich würde gerne schon mal das Roster ausprobieren. Ob da dann direkt das Tor das Schloss schmilzt und. Das weiß ich nicht. Dann war das Rost, was wir immer die ganze Zeit gefunden haben, für die Schlösser zu knacken, die dann wohl ein bisschen schwieriger sind. Hier ist ein Gnom, der gerade sich die Pilze ein bisschen anguckt. Aber sollte das Näschen nicht so tief reinstecken, weil, wie wir wissen, kriegt man leichte wird man leicht high davon. Und ja. Manche finden es gut, manche finden es nicht gut. Ich finde es nicht gut. So, jetzt könnten wir eigentlich wieder zu den Magiern hingehen. Und da dem Ilver sagen, dass wir seinen Auftrag abgeschlossen haben. Und dann könnten wir uns überlegen, wo wir als nächstes hingehen, weil wir müssen nach Kalador. Und da könnten wir gerade mal rüberfliegen, falls wir da noch nicht gewesen sind. Ich werde lieber hier warten.
3 Kristalle, einen Jade-Ohrring. Mhm. Okay. Aber hier geht's noch ein bisschen weiter. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar Gegner. Aber jetzt sind wir erstmal gewappnet da. Hier gibt es wirklich über. Du hättest abhauen sollen. Ja. Ah, aber wer nicht hören will, muss fühlen, ne? So. Und los geht's. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und wieder 8 Kristalle dazu verdient. Denn wir haben ja schon ein bisschen die Minenarbeit gelevelt. Ja, 10 Ruhm sind 10 Ruhm, ne? Hier haben wir auch noch eine Goldader. Und hi ho, hi ho, wir sind vergnügt und froh. So, und 8 Golderz. Ich hoffe, dass wir da später mal was mit anfangen können. Und wir sollten es vielleicht nicht verkaufen, wenn wir gerade knapp an Mann sind. Oder knapp an... knapp bei Kasse so. So rum. Lirum larum Löffelstiel. So. Da sind wir ein bisschen übermütig gesprungen. Ich frage mich, wie der Hochhaus hier hingekommen ist. Oh, ohne sich die Geräte zu brechen, so wie wir. Da ist der Cox. Wie aus Scrubs. Falls ich das nennen darf, jetzt habe ich es gemacht. Hoffentlich werde ich nicht bestraft dafür. So, falsche Knöpfe gedrückt. Dann gehen wir jetzt zu dem Ilva und sagen mal hier, lieber Ilva, wir haben deine Aufgabe erledigt. Wie sieht's aus? Lass mal was drüber wachsen. Das ist nicht die Ilva, das ist der Hartwig, den wir schon im Prisma ausgehändigt haben. Gucken wir mal gerade auf der Karte. Wo ist denn Ilva sein Haus? Ich glaube, den Ilva ist doch da drin, oder nicht? Hier ist der Magnus. Müssten wir eigentlich nur für den Schmied nach Kaladun. Hier wird wieder gespeichert. Hier ist den Maurizio. Hier ist den Horus. Hier ist den... Oh, Aquedukti. Ja, hier ist... Hier wird auch wieder gespeichert, wie die Wilden. Ich weiß nicht, was das hier ist. Kommen wir bestimmt erst, wenn wir ein richtiger Magier sind, rein oder so. Ja, ist halt windig oder könnte auch Maschinengeräusche sein, das nicht gerade zuzuordnen. Sind die jetzt hier alle am Pennen oder was? Das ist Z wie Zentrifugalkraft. Aha. Eine gute Eselsbrücke. Ja, ja, sag ich mir auch immer. Der konnte uns wohl nur den Blitz beibringen und dann... Hier Amalumbrock. Hier haben wir Erasmus. Wen haben wir hier? Keinen. Legen wir uns mal hin und verlieren mal wieder eine Seele. Ein Punkt von der Seele. Und mit wem sprechen wir denn da? Who's that?
Der Selene. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Verlaufen? Redest du mit mir? Ah, ich sehe schon. Noch ein verirrter Geist auf seinem Weg in den Wahnsinn. Und du hast hier den vollen Durchblick, ja? Tja, irgendwie hast du recht. Tja, irgendwie hast du recht. Hört sich ja fast so an, als hätten wir hier ein ganz pfiffiges Kerlchen. Was hast du verbrochen, dass du hier herumgeisterst? Ein Schattenlord hat mich hierher verbannt. Ein Schattenlord hat mich hierher verbannt. Ah ja, und das einfach nur so? Ja. Naja, ich habe an seinem Kristallportal herumgefingert. Ich schätze, du hattest einfach nur Pech. Ja. Wer weiß. Ich gehe dann mal wieder. Warte, ich habe dann noch... Jo, und wieder mit nur einer Seele. Der Geist verlässt deine Gruppe. Ja, das ist... Bis zum nächsten Morgen. Vielleicht sind dann mal alle da. Ja, kurz noch einen Fahnen gelassen. So wie dich das gerade angehört hat. Muss ja nicht immer das sein, was ich gerade gedacht habe. So, wen haben wir denn da? Da haben wir nochmal den... Erasmus. Den Erasco. Wen haben wir hier? Den Fupsikaka. Pipi Stinky. Ach, hier schläft noch einer. Wie ist das denn? Der Ilva. Wo kann ich sonst noch Prisma bekommen? Ich habe alle Prisma verteilt. Ich habe alle Prismen verteilt. Sehr gut. Ich hoffe, es gab keine Probleme. Nicht der Rede wert. Gut. Da du dich bewährt hast, sollst du nun deinen eigenen Prismastein bekommen. Ich denke, du wirst ihn gebrauchen können. Mhm. Danke. Wo kann ich noch Prisma bekommen? Wegen dem Prisma. Wegen der Prismen. Wo finde ich den mit dem goldenen Blick? Wo finde ich den Blick der Magie? Tja, den hat Erasmus früher einmal selber besessen. Aber das Prisma wurde ihm schon vor langer Zeit von Piraten gestohlen. Vielleicht beginnst du deine Suche auf der Pirateninsel Antigua. Okay, und die Alchemistenblick? Ja, das wissen wir, das ist von dem Alchemisten da. Wo finde ich den Blick des Goldes? Sprich dafür mit Magnus. Ich glaube, er hatte mal einen. Vielleicht kann er ihn dir geben. Aha. Und den, denke ich mal... Wo finde ich den Blick des Alchemisten? Der hat mir einmal selbst gehört. Sprich einfach mal mit unserem Alchemisten Nergal. Ja. Der Idiot hat dieses Prisma schon seit Ewigkeiten und will es mir nicht wiedergeben. Okay. Wenn du ihn dazu kriegst, das Prisma rauszurücken, darfst du es meinetwegen auch behalten. Astralsicht lernen. Blick des Blutes lernen. Dein neues Wissen wird dir helfen. Ich will mit dir handeln. Gerne. Kadettenausrüstung haben wir ja schon letztes Mal gehabt. Taschendiebstahl 15. Silberzunge und einschüchtern und so. Rost. Ich glaube, diese Dinger brauchen wir ja bald nicht mehr. Alle. Gute Magie, Magiesicher, Astralsicht, wunderbar. Das können wir ja mal ausrüsten gleich. Die brauchen wir, ja, und die werden wir nicht verkaufen. Das goldene Golderz lassen wir erstmal da, wo es ist. Nein. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus steigern. Nee, so viel haben wir nicht.
Handelhammer, Prismen bekommen. Wo kann ich sonst noch Prismen bekommen? Bruder Nergal hat vor Tagen ein Prisma von mir übereignet bekommen. Aber bringt er es mir zurück? Nein! Würde mich nicht wundern, wenn das gute Stück in einen seiner Kessel fällt. Ich denke, in deinen Händen wäre es sicherer aufgehoben. Okay, dann haben wir den jetzt abgeklappert. Und dann gehen wir mal zu dem Nergal runter. Wir haben ja ein bisschen Fisch, dann könnten wir eigentlich mit seinem Gnom sprechen. Und dem vielleicht... Nein! Mipiwi Mata Nergal! Okay. Zaubersprüche lernen, mal gucken. Kristallfackel und Heilung. Das nehmen wir doch gerade mal so mit. Bring mir einen Heilzauber bei. Das neue Wissen macht dich mächtig. Setze es verantwortungsbewusst ein. Mhm. Und die Kristallfackel hätte ich dann auch noch gern. Ich habe nicht genug. Ja, okay. Wenigstens können wir uns jetzt nochmal heilen. Kurz mal Ende. Kurz mal diese. Misada! Knu, Halpo, Halpo! Aha, du nicht! Eine Banane? Du wolltest mir ein Elixier geben. Nein, 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 du wolltest eine Banane. Da bin ich mir sicher. Jetzt reicht's. Gib mir endlich das Elixier. Diese Jugend! Kein Respekt mehr vor dem Alter. Da hast du es. Jetzt lass mich endlich in Ruhe arbeiten. Denk dort. Der Härte erhalten, Rezept für Schnaps der Alchemisten. Denn Sprüche, zeig mir den Kram. So. Nein! Mipiwi Mata Nergal! Mhm. Back. Die blauen Pflanzen! Nicht die grünen! Nicht die grünen! Wo hat er denn seine Kessel hier? Bin ich denn blind? Sieht uns? der Katzkristallbeutel. Das war ja nicht gerade spektakulär. Okay. Das würde mich ja freuen, wenn die zwei... Du nichtsnutziger Zwerg! Ab in die Ecke mit dir! Raus hier! Was ist denn mit dir los? Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Ja, Jung, ist gut. Oh, was haben wir denn wieder? Ja. Mit den Heldenkraut gewonnen. Deine Haut wird fest wie Leder. Für immer oder dauert die nur eine kurze Zeit? So, jetzt steht er alleine. Jetzt können wir da mal kurz mit dem sprechen. Was willst du? Was soll das denn hier? Vom Brennen verstehe ich nichts. So. Dürfen wir uns heilen kurz? Da geht das? Hey! Naja, das auch hat Abklingzeit, aber eine lange. Naja. Dann können wir uns jetzt auch einen Kämpfer mitnehmen. Müssen wir nochmal halt austesten, wie das so ist. Mache ich den Fisch wieder. Ja, ich glaube, den Fisch haben wir einfach weggebracht. Naja. Den werden wir ja noch irgendwo mal. Werden wir irgendwo nochmal finden.
aber vielleicht könnten wir ja auch schon mal was abgeben, dass wir dem Maurizio und dem Ilva geholfen haben. Ich weiß, das bringt zwar nichts weiter, aber... Bin ich bereit, zum Wächter befördert zu werden? Lass mich überlegen. Du hast mich im Kampf besiegt. Das zeugt von deiner Kraft. Ich habe gehört, dass du einen Schattenlord getötet hast. Sehr beeindruckend, aber das alleine wird nicht reichen. Der Magier Ilva sagt, du hast dich hier im Lager nützlich gemacht. Du hast Maurizios Prüfung bestanden. Das ist ein Punkt, der für dich spricht. Du hast noch nicht genug für unsere Gemeinschaft getan, um befördert zu werden. Mach dich weiterhin nützlich im Lager, dann klappt es vielleicht eines Tages. Also müssen wir uns noch nützlich machen, indem wir... Aha, okay. Gelernt, 50, 5 Werte dazu. Wunderbar. Hem. Ich hatte jetzt gedacht, der wird noch ein paar Sekunden anhalten. Aha, das sind potenzielle Gegner, okay. Höher zielen! Direkt drauf! Okay. Augen auf beim Zaubern! Augen auf beim Eierkopf. So will ich das sehen! Und nicht anders. So, jetzt haben wir ja... Nicht nachlassen! Gleich nochmal! Haben uns ein bisschen aufgewertet, haben ein paar Zauber gelernt, einmal die Flammenfaust, einmal der Blitz. Ich hab gesagt da und da, nicht Rost, dort. Um das ein oder andere Schloss zu knacken. Ich frag mich nur, welche, ein wenig mehr ob alle Konzentration, oder bitte. Nur bestimmte. Haben wir noch einen Heilzauber erlernt, der uns natürlich weiterhilft. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal wünscht euch euer Yoshi. Ciao mit V.